3 Vorschläge, wie ihr interessantere Bösewichte erschaffen könnt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch ein Like da, nehmt ein Abo mit und empfehlt uns weiter auf den sozialen Medien, damit wir wachsen können und euch neuen Content bringen, denn das macht uns Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen & Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Bösewichte sind das Salz in der Suppe eurer Pen-and-Paper-Abenteuer. Eure Helden werden nur zu Helden, wenn ihnen ein äquivalenter Bösewicht gegenübergestellt wird, an dem sie sich messen können, an dem sie ihren Witz, ihre Intelligenz und ihre Fähigkeiten erproben können. Doch was macht einen interessanten Bösewicht aus? Darüber wollen wir in dem heutigen Video mal sprechen. Um im Pen-and-Paper einen interessanten Bösewicht zu erstellen, solltet ihr 3 Dinge beachten. Erstens Motivation. Euer Bösewicht sollte eine nachvollziehbare Motivation haben für die Dinge, die er tut. Bedenkt bitte, dass Geld und Macht keine Motivation sind. Sie sind Werkzeuge, um das Ziel, was euer Bösewicht sich gesetzt hat, zu erreichen. Er braucht vielleicht Geld, um sich aus einem Schuldschein freizukaufen. Er muss die Macht im Königreich an sich reißen, weil er glaubt, das jetzige Regierungssystem sei korrupt und nur er kann dieses Königreich wieder auf einen ehrbaren Pfad zurückführen. Bedenkt bitte, der Weg zur Hölle ist mit vielen guten Vorsätzen gepflastert. Warum sind viele DC- oder Marvel-Bösewichte so interessant? Sie haben nachvollziehbare Motivationen. Dr. Freeze möchte seine Frau retten, die an einer tödlichen Krankheit erkrankt ist. Harvey Dent, aka Two-Face, ist der Meinung, dass nur er eine vernünftige Vorstellung von Recht und Gesetz hat. Und er ist Richter und Henker in einer Person. Eure Bösewichte brauchen diese Motivation, damit sie menschlich werden. Und die schlimmsten Monster sind menschliche Monster. Zweitens. Euer Bösewicht sollte von früh an im Abenteuer eine Präsenz haben. Er sollte sehr früh auf der Bühne erscheinen. Es muss nicht sein, dass er persönlich erscheint. Er kann durch seine Taten erscheinen. Er kann durch das, wie er in der Welt agiert, erscheinen. Ob das jetzt 2 seiner Untergebenen sind, die sich angstvoll über ihn unterhalten. Ihr könnt die Ruinen von niedergebrannten Dörfern besuchen und die geflüsterten Geschichten in Tavernen lauschen über die niederträchtigen Taten des Bösewichts. Euer Bösewicht sollte früh im Abenteuer in Erscheinung treten und sollte früh in Kontakt mit den Spielern treten, auf die eine oder andere Weise, dass die Spieler direkt wissen, gegen wen sie in den Ring getreten sind. Drittens, seine Beziehung zu den Spielcharakteren sollte emotional aufgeladen sein. Wenn euer Bösewicht auf die Spieler trifft, dann sorgt dafür, dass eure Spieler diesen Bösewicht hassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Zum ersten sollten eure Spieler in einer Position sein, in der sie nicht wirklich agieren können, in der sie vielleicht hilflos sind, hilflos dem Bösewicht ausgeliefert sind. Pen-and-Paper-Spieler hassen nichts mehr, als in einer Situation hilflos zu sein. Hilflos reduziert zu sein auf ein Zuhören und ein Zuschauen. Lasst diesen Moment nicht zu lange dauern. Lasst die Spieler schnell wieder die Kontrolle zurückgewinnen. Aber dann sollte der Bösewicht wieder das Spielfeld verlassen haben. Denn das ist das Zweite. Spieler hassen nichts mehr als einen schlüpfrigen Bösewicht, der schafft, sich ihrem Griff zu entwinden und sich wieder in die Sicherheit seiner Festung zurückzuziehen. Bei Spielern, die Rollenspiel lieben, reicht es manchmal einfach, den Bösewicht furchtbare Taten vor ihren Augen vollbringen zu lassen, um ihn wirklich zu hassen. Wenn ihr Spieler habt, die eher auf die Mechaniken, auf den Loot bedacht sind, lasst den Bösewicht den Schatz vor der Nase der Helden wegschnappen und sie dann damit aufziehen, dass er jetzt diesen Schatz in seinen Fingern hält und sie den nie wieder bekommen können und er sich jetzt mit diesem Schatz über alle Berge machen kann, während sie mit leeren Händen dastehen. Glaubt mir, nichts hassen die Spieler mehr als das. Das sind alles ganz interessante Vorschläge, aber ich möchte die natürlich an einem Beispiel verdeutlichen. Und an wem? Und zwar an Silas Caravaggio. Silas ist ein mächtiger Geschäftsmann, dem die meisten Geschäfte und die meisten Warenhäuser in der Region gehören. Die Spieler kommen relativ früh mit ihm in Berührung, als sie mitbekommen, dass mehrere Armenhäuser in der Region ausgeräumt werden von Schlägertrupps, die Bewohner auf die Straße getrieben werden, mit Hunden zusammengetrieben werden und aus der Gegend gejagt werden. Und da erfahren die Spieler schon, dass Silas Caravaggio diese Häuser aufgekauft hat, aus unbekanntem Grund. Während des Fortgangs des Abenteuers treffen die Spieler immer wieder auf Machenschaften von Silas. Banküberfälle, hinter denen er offensichtlich steckt. Raubüberfälle auf Karawanen, die er offensichtlich finanziert hat. Adlige in der Region, die er gegeneinander ausgespielt hat, um seine Interessen durchzusetzen. Mehr als einmal müssen die Spieler festgestellt haben, dass sie sich durch einen Dungeon gekämpft haben und am Ende feststellen müssen, dass der Loot, der wertvolle Loot, den sie sich am Ende erhofft haben, vor ihrer Nase weggeschnappt wurde von irgendeinem von Silas Handlangern. Warum tut Silas das Ganze? Jahre zuvor war er ein erfolgreicher, glücklicher Geschäftsmann. Mit Frau, Tochter
und lebte ein erfolgreiches und glückliches Leben. Doch nachdem er seine Frau und Tochter durch eine Krankheit verloren hatte, verfiel er langsam in Depressionen und schlussendlich dem Wahnsinn. Und irgendwann war er der Überzeugung, dass nur noch schwarze Magie seine Frau und seine Tochter ihm zurückbringen können. Und er sammelt nun Macht und Reichtum an, um seinen Kult aufzubauen und um wieder seine Frau und seine Tochter zurückzubekommen. Aus seiner Perspektive hat die Welt ihm etwas weggenommen und er möchte es wiederhaben. Er hat jegliches Recht dazu, so zu handeln, wie er es für richtig erachtet. Grundsätzlich kann man sagen, sucht im Dunklen immer etwas Licht und sucht im Licht immer etwas Dunklen, wenn ihr einen Bösewicht erschafft. Irgendwo gibt es einen Punkt der Menschlichkeit in eurem Bösewicht und den wollt ihr finden und wollt ihn ausbauen. Und dann wird es am Ende für eure Spieler vielleicht wesentlich schwerer, ihm das Schwert in die Kehle zu treiben, wenn sie denn schlussendlich ihn in ihre Finger bekommen haben. Das war's hier von Würfelzeit. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch ein Like, dann nehmt ein Abo mit, empfehlt uns in den sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal. Würfelzeit out.